Dinge krumm und schief. Ja, willkommen zu Let's Test Train Simulator 2014. Was müssen wir hier machen? Jo. Erstmal warten, bis es losgeht. Hier geht es um Züge. Und ich kenne nur einen Let's Player, der auf Züge steht. Und zwar der NRW Boy 18. Was müssen wir machen? Also fahren, Karriere, da das hier nur ein letztes Test wird, wird das, machen wir mal eine halbe Stunde und splitten das oder mal ein bisschen länger. Erstmal gucken, was man machen muss. Karriere, schnelles Spiel. Wir machen das Tutorial. Start and step and stop the Toy Diesel Train. Und los. Das ist, was man immer gesehen hat. Haben wir eben bei Steam geholt für 3 Euro. Pacific Surfliner, LA San Diego. All aboard the Holiday Express. Was the night before Christmas, when all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care. A train shot by as fast as a hare. Night has arrived and the house is quiet. Also die Nacht ist angebrochen und die im Haus ist es still. Everyone is asleep upstairs. Also, alle sind am Schlafen sozusagen und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt mit dem Train Simulator unterwegs. Controls are located in the bar of the button of the screen. Referred to has heats up to displayed our HUD. Don't worry, everything will be explained at a comfortable pace. The game is currently paused. Close the window, ja. Also hier steht beenden, aber der ganze Text sonst ist auf Englisch. Also die Beschreibung. Stop Woodsin, ja. Wie gesagt, also wir stoppen mit der, also mit A und D erhöhen wir die Geschwindigkeit und mit
was mit W und S ist, also da können, das ist die Richtung, die wir einschlagen dann. Wir können vorwärts fahren, wir können rückwärts fahren. Soweit habe ich jetzt das schon mal kapiert. AD ist für die Geschwindigkeit, für Stillstand und schnell. Und W ist für vorwärts und S ist für rückwärts. Okay, das habe ich schon mal kapiert. Ja, ich glaube, erneut spielen. Ja, da war schon der erste Fail. Also, ich... All aboard the Holiday Express. 'Twas the night before Christmas, when all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, a train shot by as fast as a hare. Ah, wir müssen alles, was hier hinten auf dem Waggon ist, abliefern. Damit ist das letzte Test zu diesem Spiel vorbei. Ja, Fehler meinerseits. Ja, ich gebe es zu, ich bin kein Pro-Gamer. Das war ja auch nur ein letzter Test zu diesem Spiel. Wenn ihr das selbst spielen wollt, bei Steam ist es wie gesagt für 3 Euro erhältlich. Nennt sich The Holiday Train. Aber ist ja eigentlich Train Simulator 2014.
Aber man sieht halt dann nur The Holiday Train. Also, wenn ihr wollt, wenn ihr es euch holen wollt, holt es euch. Kostet zurzeit, wie gesagt, 3 Euro, ist eine Aktion. Aber seid schnell, auch wenn das Angebot noch über einen Monat dauert, bis Anfang nächsten Monat, also bis Januar, bis zum 3. Januar, könnt ihr dafür 3 Euro bezahlen, danach kostet es, wie gesagt, 14 Euro. Also, holt es euch. Bis morgen zum nächsten Adventstürchen.